once again. Herzlich willkommen. Guten Tag. Herzlich willkommen zu Knallhart durchgenommen. Bloodborne. Endlich geht's weiter. I was born. Wir sind direkt schon im Spiel drin, da wo wir das letzte Mal aufgehört haben, im Cathedral Ward. Den Ort werden wir häufiger sehen. So viel kann man an der Stelle schon sagen. Ist so ein bisschen der Mittelpunkt vom Spiel, würde ich fast sagen. Von hier aus. Geht eine ganze Menge ab, ne? Ja. Ja, das stimmt. Ich habe schon mal ein paar Vasen hier umgerollt, damit das auch alles seine Richtigkeit hat hier. Und ich bin derbe, habe ich Bock. Okay, richtig dann, Bock gerade. Würde ich sagen, los. Geh mal hier lang. Okay. So, direkt loslegen und mal gucken, wie stark wir sind. Ah, nicht so stark. Gesagt, so ein bisschen den Faden verloren, wo wir es letztes Mal aufgehört haben. Aber theoretisch, wenn wir hier angekommen sind, dann haben wir den Gascoin gemacht auf dem Friedhof, sind dann hochgegangen und da rausgekommen. Und da haben wir dann wahrscheinlich aufgehört, weil ich glaube, wir haben hier noch nicht viel weiter gemacht. Genau, was wir gemacht haben, ist hier links, waren wir, glaube ich, das letzte Mal, weißt du? Genau, bei dem Kugeltypen, ne? Den haben wir ein bisschen gebattelt. Boah. Der sitzt immer. Ja, aber echt groß, die Typen. Ich finde, die sehen super scary aus mit diesen... Der hier, ne? Ja, auch diese auch die Typen, die mit diesen weißen Gesichtern irgendwie, das sieht echt fies aus. Zunge. Ah, nicht erwischt. Ist ausgewichen. Noch einmal. Gibt ja schon so Momente, die ich hatte im Spiel, wo die Kamera manchmal nicht mein bester Freund war. Nee, das stimmt. Okay, hier waren wir und da hast du, genau, ich erinnere mich, am Ende ist ja diese Sackgasse unten in dieser Krypta, wo die Tür noch verschlossen ist. Und ich glaube, dass wir da hier noch nicht so großartig fortgeschritten sind, jetzt diesen Weg. Okay, ich glaube, hier kommen wir gar nicht weiter. Hier brauchen wir nämlich, ja. Hier brauchen wir ein Item, das kann man kaufen im Shop für 10.000 Seelen. Dann geht's da weiter. Das ist für uns noch ein bisschen viel jetzt, 10.000. Aber wir können da links noch runter. Da unten, ne? Mhm. Okay, checken wir das auch nochmal ab. Was war hier nochmal? Ach ja, die Geschichte. Da ploppt erstmal die ganze Kulisse auf. Gucken wir kurz mal, was da hinten ist. Ich finde, Kamera, ja, ist klar, das haben ja viele Spiele und das ist auch schwierig und das nervt, aber das ist nichts, worüber ich mich irgendwie länger als im Einsatz aufregen würde. Ich finde viel schlimmer eigentlich, dass ich starke Frame-Anbrüche habe. Hast du das auch? Ey, gerade im Multiplayer, also wenn du mal Koop spielst oder so, das hat mich schon genervt. Da hatte ich die ein oder andere Stelle, wo ich gestorben bin. Ich habe so ein Chalice-Dungeon gemacht und da waren so viele Gegner in einem Raum und auch richtig große und abgefahrene Gegner. Danke, Gunnar. Ja, gib einfach. Gunnar versorgt uns hier mit Essen. Dankeschön. Danke. Gunnar. Lecker Essen. Und da ist die Framerate. Ich habe mit Trant zusammengespielt. Koop in dem Raum mit diesen mega vielen Gegnern. Und es hat so geruckelt, also teilweise wirklich 4-5 Frames pro Sekunde, dass du nicht mehr richtig steuern konntest. Und normalerweise bin ich überhaupt nicht so ein Frameratenzähler, der so sagt, oh ja, wenn es nicht 60 Frames sind, dann zocke ich es nicht oder so. Aber in dem Moment, wo es halt den Spielflow oder was heißt den Flow einfach, wo es die Spielbarkeit so beeinträchtigt, dass du nicht mehr gescheit spielen kannst, da ärgert es mich dann tatsächlich. Ach, guck mal, hier waren wir auch schon. Mhm. Ja, das kann auch echt nerven. Das holt einen immer wieder so ein bisschen raus aus der Welt, wenn das wieder so stark stottert. Ich weiß, wo wir das letzte Mal gestorben sind. Wir haben uns mit dem NPC angelegt. Ach ja, genau. Der ist doch hier am Ende, ne? Nee, der ist oben. Oben? Okay. Aber wir waren doch... Wir waren ja tatsächlich hier. Hier waren unten wir noch schon. Nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Der ist noch oben. Der hat uns ja, aber wolltest du den final umhauen, oder? Na, irgendwann werden wir umhauen müssen. Ja? Wieso? Ja, weil wir einen Akku gemacht haben. Na gut, okay, du hast recht. Aber ich glaube, der war echt scheiße schwer. Und das war ja nur sein Experiment. Wir müssen da jetzt nicht unbedingt heute gleich wieder hin. Nee, da beißen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen die Zähne aus. Dann müssen wir erstmal ein bisschen die Waffe upgraden. Denke ich auch. Ich habe den übrigens im Main Game, habe ich seinen Quest zu Ende gebracht.
was aber auch, Spoiler, in seinem Tod endet. Also insofern. Ne, hier waren wir noch nicht. Glaube ich auch nicht. Ich kletter jetzt mal hier runter, ich weiß auch gar nicht. Ich finde es geil, dass diese Fackel so häufig benutzt werden muss, mhm, beziehungsweise kann. Das gibt einfach super Atmosphäre. Ich meine, sieht viel geiler aus als so. Ja. Abgesehen davon, dass es auch einfach praktisch ist, weil du was siehst, was ja immer von Vorteil ist. Ja, und vor allen Dingen dadurch, dass man eh kein Schild hat, ja, ist es nicht so der krasse Verlust, sondern man läuft tatsächlich gern mit der Fackel rum. Klar, du hast die Knarre nicht, aber du bist so oder so ja immer nackt. Also, ne, insofern. Dann gibt es ja noch diese kleinen Lämpchen, was man sich vorne ranhängen kann, das ein bisschen weniger Licht macht. Finde ich auch ganz lustig. Das bringt halt nicht so viel. Ja. Ah, guck mal, neues. Wie nennt man die Dinger eigentlich? Lampe. Neue Lampe. Da geht's raus. Da muss ich ja sagen, ich hätte mir gewünscht, dass die Lampen funktionieren wie die Bonfire in Dark Souls. Dass du direkt beamen kannst. Nicht nur, dass du direkt beamen kannst, sondern dass, wenn du die berührst, dass die Gegner refreshen. Weil wenn du später ein bisschen grinden willst, ein bisschen farmen willst, musst du immer erst dich in Hunter's Dream zurückbeamen, Ladezeit, und vom Hunter's Dream wieder zu der Lampe, Ladezeit. Das heißt auch, wenn du helfen willst. Ja. Ich helfe ja gerne und dann hilfst du drei Leuten, hast keine Flaschen mehr. Und muss wieder zum Bonfire laufen, dich beamen, genau das gleiche, was du gerade hast. Und das ist halt echt einfach unnötig und nervig. Und ja, das hätte man halt easy umgehen können. Oh, hier kommen wir noch gar nicht weiter. Doch. Und mittlerweile machen die Leute so, es gibt ja diese Homeward Bone Äquivalente, dass die Leute sich die kaufen. Weil wenn du dich mit dem Homeward Bone zum Feuer beamst, dann ist die Ladezeit recht kurz und die Gegner sind wieder da. Übrigens rechts ein Crystal Lizard. Hier, ne? Ja. Ja. Ich überlege nur gerade, das sieht aus wie das Haus von Gargamel, von den Schlümpfen hier. Oh Gott, ich weiß nicht, wie das Haus das von Gargamel. Das kommt sogar im Vorspann. Ich weiß es auch nicht mehr, aber das ploppt bei mir im Gehirn auf, wenn ich mir das angucke. Das ist dieser Turm. Okay, böse Stimme, die es uns gesprochen hat. Weißt du mittlerweile schon, wer das ist? Ja. Ah, okay. Aber, ja, wir ignorieren das natürlich wie immer, wenn es in einem Spiel heißt, geh auf keinen Fall dahin. Das erste, was man macht, ist, man geht auf jeden Fall dahin. Ist auch geil, die Typen haben ein bisschen Schiss vor deinem Feuer offensichtlich, ne? Ja, nicht unbedingt, dachte ich auch, aber wenn du die mal wegnimmst, siehst du, hat immer noch Schiss vor mir. Das hat nichts mit dem Feuer zu tun. Ja? Ich dachte das auch, weil vorne ist so ein Soul Sign, als ich da gespielt hatte, das stand irgendwie, die haben Angst vor Feuer, aber das ist, glaube ich, echt egal. Vielleicht, wenn du es einmal nur gemacht hast, das Spiel registriert irgendwie nicht so richtig, dass du die Fackel wieder weggesteckt hast oder so. Du könntest ja mal testen, ich laufe weiter. Oh, wie geil das aussieht hier, oder? Ey, das gerade ist, das! Das ist eh so. Ich muss sagen, ich habe jetzt echt schon viel vom Spiel gesehen und ich bin so begeistert, wie viel Detailverliebtheit dieses Spiel bietet. Es lenkt mich manchmal sogar ab vom Spiel, wie geil das aussieht. Ja, ey, es ist der Hammer. Also du siehst später Gebäude mit Ornamenten und du hast das Gefühl, jeder Türrahmen wurde nochmal einzeln überarbeitet. Ich glaube echt, die haben einfach so ein... Die haben einen Typen, der quasi das Level-Design macht und dann haben die so ein Team an Leuten, die einfach nur hingehen und es schön machen. So, weißt du? Ich habe echt noch nie ein Spiel gesehen, das so detailreich und liebevoll gebaut wurde. Ey, das ist einfach der Hammer. Die sind so geil. Das sind meine Lieblingsgegner mit. Weil die für dieses eine Frame manchmal die Kapuze nach hinten werfen. Dann siehst du ihr Gesicht. Und das ist immer viel zu kurz, als dass du es genau erkennen könntest. Und jedes Mal, wenn du draufschlägst, denkst du, oh, da habe ich es wieder kurz gesehen. Cold Blood. Okay, hier hinten ist sonst nix. Ist da eine Tür? Kannst du die auch? Nee. Übrigens, diese
Wir haben immer ein so ein Frenzy-Tor gesehen, ne? Wie so eine lustige Raumverzerrung. Sind das eigentlich Teleporter? Naja, das sind Zaubersprüche von Viechern. Die wirst du noch sehen, die Viecher. Ah, okay. Ja, die Viecher kenne ich, ja. Aber wenn man lange drin stehen bleibt und genug Frenzy Resistance hat, kann das sein, dass das einen dann wohin bringt? An einer Stelle im Spiel. Achso, nur die eine Stelle? Ja. Achso, ich habe von dieser Stelle auf die anderen geschlossen und bin jetzt darüber dazu übergegangen, die immer zu suchen und immer so Ecken abzulaufen, ob hier noch irgendwo so ein Frenzy ist. Na, es gibt, glaube ich, 3 Stellen, wo es diesen Zauberspruch gibt. Ey, echt? Dann habe ich die ja schon alle. Und in einer Stelle beamt er dich tatsächlich, wenn du das richtige Item hast, woanders hin. Kommt eine schwierige Stelle, da kommen sehr viele Leute jetzt. Der lebt noch. Das hatte ich auch schon oft, dass ich einen Gegner dachte, er ist tot. Ja. Hatte ich bei einem Endboss. Dachte, der ist tot und lauf so rum und plötzlich haut er nochmal. Ich so, what the fuck? Okay, hier geht's runter, hier kann man abkürzen. Keine Ahnung, wo wir da hinkommen. Da ist ein Item auf jeden Fall. Ja, ich kläre erstmal diesen Floor, um es schön englisch auszudrücken. Hey, da ballert jemand auf dich. Ja, ne? Ich bin kurz mal geflüchtet. Wow, 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 wow! Fuck it! Das Ding, ganz vergessen! Oh, das ist super nervig. Du wolltest gerade essen, deswegen habe ich das gemacht. Ah! Oh, das ist ein fieses Arschloch auf dem Dach von irgendeiner Kirche, der mit einer Gatling-Gun, so einer Minigun, der hat richtig so ein Geschütz. Passt fast gar nicht ins Spiel rein. Fand ich ganz komisch. Und kann man auch stundenlang nicht erkennen, was da auf einen schießt, bis man da hinkommt. Ich habe es Monocular rausgeholt, versucht ihn zu erspähen, zu weit weg. Ich wusste immer nicht, was verdammt nochmal ballert da auf mich. Dann ist das ein Typ an der Gatling Gun. Ich dachte, es wäre ein Zauberer oder sowas. Und jetzt ist Eddie wieder dran. Keine Sorge, ist das. Wird nicht lange dauern. Ja, mal gucken, du bist zu Hause weiter als ich. Ja, aber. Du weißt ja, wie das ist bei den Zauberspielen. Es gibt so diesen Break-Even-Punkt, wo der Charakter irgendwann richtig cool stark wird. Mhm. Und da sind wir aber noch nicht. Noch ist es relativ schwer, das Spiel. Old Yarnum. Yarnum. Coole Name. Alles, was mit Y ist, ist eh total evil. Ach, scheiße. Schnell, hol ihn, den kriegst du noch. Kriegst du noch, kriegst du noch. Nee, ich will da nicht runter. Achso. Die kommen ja immer wieder, glaube ich. Sie spawnen auf jeden Fall öfter als 3-mal. Ah, oh, schon wieder diese Brücke. Ja, ich glaube nicht, dass das mit dem Feuer zusammenhängt. Er macht das schon wieder, dieses Zurückziehen. Da stehst du gut. Hey, überleg mal, die würden dir in Dark Souls 1 oder 2 begegnen oder in Demon's Souls. Von der Größe her. Da sind ja meistens die Gegner, die Standardgegner, kleiner und dünner als du. Wäre das schon ein richtig krasser Typ. Boah. Hast du gesehen, für ein Frame die Augen? Mhm. So. Der Screen nervt mich immer noch. Okay.
Fast 6000 Seelen, also die Hälfte von diesem Item haben wir. Und ich glaube, das ist auch das, was wir uns jetzt kaufen müssten. Ne? Da oben ist der Schütze, den man, also die Gatling kann, wenn man weiß, was das ist, kann man es erkennen vielleicht jetzt. Haben wir schon das Monocular? Nee, ne? Weiß doch, ich nicht. Haben wir das? Doch. Genau hier habe ich auch gestanden und geguckt. Und dann bin ich raus und dann mir voll eine verpasst. Aber man erkennt irgendwie nichts. Ja, so ein bisschen. Ja, also ich dachte und ich wusste, was es ist. Das ist so eine Art Skorpion. Und was da links ist, ein Schwanz, dachte ich ehrlich gesagt. Okay. Ja, ich... Also ich habe mit einem gerechnet, aber nicht mit einem Typen meiner Gatling Gun. Also daran lag es wohl. Hier mal runter. Wir müssen jetzt gucken, dass wir nicht in seine Gatling Gun reinlaufen. Sobald er Sichtkontakt hat, ballert er nämlich auf uns. Ist noch mal größer als der andere, ne? Ja, der hält auch mehr aus. Die Augen wieder kurz gesehen. Ah, oh, sind die cool, ey. Das ist übrigens auch ein interessanter Fakt. Die Blood Vials, wenn man die aufnimmt, obwohl man voll hat, dann erscheint ja dieses Symbol, ne? Mhm. Und das bedeutet, dass die in deinem Stash automatisch gelagert werden. Und aber wenn da du, sind keine, ne? Hä? Doch, wenn ich zum Beispiel jetzt auf 15 runtergehe und in Hunter Stream gehe, werden die automatisch wieder auf 20 aus dem Stash gefüllt. Das dachte ich aber auch. Der ist auch so. Oh, guck, der ballert schon. Der kann mich doch gar nicht sehen. Ja, vielleicht meine Axt. Wo geht's denn da lang? Hä, wieso geht's denn hier hoch? Hier war ich. War ich hier nicht eben? Genau, ja, das ist eine ziemlich konfuse Stelle, weil von da oben, da kannst du nicht nur die eine Ecke runterspringen, sondern auch noch irgendwie an zwei, drei Stellen die Treppen runtergehen. Hier, pass auf, hier sind explodierende Fässer, weißt du, ne? Hm. Wenn auf dich geschossen wird. Gut. Hä, da war noch gar nichts. Junge, mach dich doch mal locker. Ich will dich doch nur umbringen. Ja, von da oben ballert er. Nerviger Typ. Hier bin ich dann auch umgedreht. Ich dachte, den erlege ich irgendwie auf natürliche Weise, weil ich bei dem rauskomme. Dass ich hier durchrennen muss, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Bin ja später wieder gekommen. Heftige Ölvögel. Viel mit einem Schlag, auch nicht schlecht. Oh, wir haben ein paar Bloodshards, vielleicht können wir die Waffe gleich upgraden. Ne, die Bloodshards brauchen wir doch gar nicht mehr. Brauchen wir sind nicht wir schon bei Twin Bloodshards, echt? Ja, ich glaube schon. Von denen gibt's für meinen Geschmack echt zu viele. Ja, aber später kommt das Problem, wenn du die Chunks brauchst. Das nervt. Das ist mittlerweile fast schon ein Punkt, den ich richtig scheiße am Spiel finde. Du findest im Prinzip kaum Blood Chunks. Also du findest welche, aber die Gegner droppen keine. Selbst richtig krasse Gegner im Endgame droppen nur Twin Blood Shards. Ich habe jetzt einen Haufen Waffen, die ich alle auf plus 6 habe. Und ich krieg die nicht höher. Und das nervt. Du bist quasi gezwungen, immer nur eine Waffe zu spielen. Du kannst sie auch nicht kaufen, du kannst sie nicht richtig farmen. Man kann sie wohl farmen, aber die droppen so ungefähr wie Slaps in Dark Souls. Und ja, es nervt mich ein bisschen, dass es so wenig Blood-Chunks gibt. Brauchst du denn für die letzte Stufe auch noch irgendwas? Da brauchst groß, du einen Rock. Ein Rock heißt es. Ein Rock, gibt's okay. Zwei wohl pro Playthrough. Ja, dann ist das wohl eher wie Demon's Souls tatsächlich, wie der Rest, ne? Aber halt, wie gesagt, Blood Chunks, es nervt mich so ein bisschen. Ich habe meine Axt auf plus 9 gemacht und ich kriege keine andere Waffe mehr auf plus 9. Und es nervt mich so ein bisschen. Ich habe teilweise schon Stunden versucht und du brauchst ja richtig viele. Ich brauche mittlerweile dann irgendwie um die Kanone und weiß nicht was alles, brauchst du dann irgendwie 16 Blood Chunks und du findest einfach keine. Und das ist echt nervig. Da haben sie die Drop Rates ein bisschen
Weiß ich nicht. Oh shit. Ja, aber vielleicht ist das ja auch eine Sache, die dann fürs Plus kommt, dass sie das ähnlich über Dark Souls 2 machen, dass einige Sachen in der Hinsicht verändert wurden, dass das NG Plus sie dann quasi bringt. Das kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen. Vielleicht droppen die dann oder was auch immer, das weiß man nicht. Aber mich nervt's auch. Ich würde auch gern schon ein paar mehr von den Dingern haben. Schön. Das Ding hat gute Reichweite im ausgezogenen Modus. Das ist so die Waffe, auf die man immer zurückgreift, wenn viele Gegner kommen, zumindest bei mir. Den Hammer finde ich noch ganz geil, weil der richtig schön Wumms hat, den Kirk Hammer. Ja, den habe ich kaum benutzt. Die meisten Leute, inklusive mir, benutzen dieses Ludwig-Schwert. Habe ich auch häufig gesehen, ja. Weil das es mit halt Skill geht, ne? Mit ja, Dex. Ja, mit Skill und Strength, glaube ich. Und sogar noch Arcane, ich weiß es nicht. Und es ist halt echt, es haut halt. Shit, ne, ich hätte mich vielleicht erstmal heilen sollen. Das haut halt, wenn du es ausfährst, also dann ist es halt ein Greatsword. Haut's halt krass rein und wenn du es nicht ausfährst, ist es wie so wie Balder's Side Sword, was ich ja liebe. Das hat nicht geklappt. Okay, ich geh wieder. Nee. Schön, dass der Gegner sich auch mal verschätzt in seiner Reichweite. Unten steht er. Mann, krass, dieser Schuss, der drückt einen auch direkt so. Der kann dir die ganze Leiste wegziehen, wenn du da nicht wegkommst. Ah. Dann drückst du Rolle, 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 es passiert nichts und bist tot. Das ist nix. Fiese Sache. Hier erwartet uns jetzt ein Hunter. Da irgendwo. Ne? Da läuft er schon, man sieht ihn. Das ist eine fiese Sau. Das sind alle Hunter. Ja. Hunter-Kämpfe sind teilweise, also finde ich, die schwerer als Boss-Fights. Mhm. Wenigstens werden wir jetzt hier nicht mehr beballert. Oder doch? Ja, da unten nicht. Da kommt er schon, Achtung. Ja, der will uns da hochlocken, aber wenn ich da hingehe, dann werde ich natürlich. Er kommt doch! Nee, der kommt da wirklich nicht runter. Ja, ich mache erstmal den Typen auf dem Dach. Ja, das ist klug. Hier geht's zum Typen auf dem Dach. Aufwärts. Aber der Typ auf dem Dach, der ist eher ähnlich schwer wie der, den du gerade stehen hast lassen. Ja. Bin ich gespannt, ob du das hinkriegst. Das ist wenn es mir gelingt, dann kann ich ihn da runterballern. Ja, ich habe das Gefühl, dass vielleicht dir das Schicksal ja, das kann auch sein. Zustoßen wird, weil das versucht er auch. Das finde ich eine ganz geile Sache. Der versucht dich da wirklich runterzuschlagen. Da haben sie extra die KI so programmiert, dass er da Attacken macht, um dich da runter zu schubsen. Jetzt wird's lustig. Ist auch verdammt hoch. Wird es gelingen oder verlieren wir 9000 Seelen? Alter, hast du da schon wieder irgendwelche Tricks aus dem Internet geholt oder? Nee, Mann, den habe ich selber so gemacht. Echt? Ich habe mich hier einen epischen Fight mit ihm geliefert, bin dann natürlich dreimal runtergefallen und irgendwann habe ich gesagt, ich renne einfach auf den zu und spring runter. Okay. Um sein Item zu kriegen, müssen wir jetzt einmal aus dem Spiel gehen, weil das ist, glaube ich, jetzt in den Abgrund gedroppt. Ach, ist das ein wichtiges? Ja, ich weiß es nicht genau, aber. Weil bei mir ist es auch passiert. Ich habe gesagt, ja, fuck it. Weil es ist ja noch nie was Wichtiges gedroppt von dem Gegner. Aber gleich wissen wir es. Ich weiß nicht mehr genau, was der droppt, aber die Hunter können schon manchmal coole Sachen droppen. Ja. Aber das finde ich dann auch wieder, das ist ja doof, weil die Chance, dass der hier vom Dach fliegt, ist ja super hoch, wie bei keinem anderen. Mhm. Und wenn der was Geiles droppen würde und die Chance, dass er vom Dach fliegt, so ja, hoch und vor allem nicht viele kennen diesen Demon's Souls-Trick, dass das neu zu laden, ja. Funktioniert oh, Starting in Offline wegen ja, es gibt ein Update, Patch. Ja. Aber du hast am Anfang ja noch eh kein PvP. Also zumindest ist es bei mir erst in dem PvP-Areal gestartet. Aber es gibt halt diesen Game-Breaking-Bug. Wir sollten irgendwann schon mal das Update runterladen. Ach, den kenne ich gar nicht. Es gibt irgendeinen Game-Breaking-Bug an irgendeiner Stelle im Spiel. Ich weiß es auch nicht. Wenn du irgendwas Dummes machst, dann ist alles am Arsch. Ah. Ey, mir ist passiert beim Zocken. Ich habe so einen Lichtschalter. Ich habe so zwei Lichtschalter im Zimmer. Wenn ich den einen drücke, dann geht der Strom aus. Also es ist so ein Stromlichtschalter. Also
Und ich habe aus Versehen, habe ich den mit berührt, als ich das Licht ausmachen wollte. Und war mitten irgendwie im Spiel und plötzlich ist wie, als er den Stecker von der PlayStation. Mhm. Und dann ist die PlayStation in so einen Recover-Mode am Anfang. In so einen Recover-Mode gegangen und ich hatte so Schiss. Ja, ja. Ey, aber das kannst du mir nicht erzählen. Powder Keg Hunter Badge, siehst du? Kriegst du. Ja, was soll denn das? Das Ding hab ich nicht, weil die hier runtergefallen ist. Und ich dachte, Mann, so ein Scheiß. Aber egal. Da kriegst du, glaube ich, seine Knarre für. Im Shop. Was hast du vorher noch gesagt gerade? Ja, mit dem Recovery Mode. So, jetzt kann ich den anderen versuchen. Ach so, ja. Der ist fies. Nee, was ich meine, also ich meine, kann ja mal passieren, dass das. Das ausgeht oder dass der Speicherstand kaputt geht und du kannst mir nicht erzählen, dass die nicht dran gedacht haben, dass das Spiel dann automatisch dass es mindestens 2-3 Autosaves gibt. Wie bei jedem anderen Spiel auch, wo sie durch, da gibt ja 5 bei den meisten Spielen, dass wenn der letzte kaputt ist, lädt er den vorletzten. Deswegen die Chance, dass deine 2-5 Autosaves da wirklich weg sind. Nicht schlecht. Kannst hier noch schön oben kämpfen. Oh, er lässt nicht locker. Oh, er geht weiter drauf. Schön aggressiv. Durch den Nebel. Pass auf dem Feuer. Das will der nicht, ne? Weg, weg, weg. Die Geschichte. Ha, alter Schwede. Ja, das ist auch einer von meinen Lieblingsmoves. Einfach mal drücken. So hoch die Chance, dass sie da reinspringen. Sehr gut. Gleich hast du ihn. Noch einmal. Fucker. Bitte droppen sie was. Bone Marrow. Damit macht man die Schüsse härter. Puh. Okay, 10.000 Seelen. Theoretisch könnten wir den Key kaufen. Aber theoretisch. Da können wir auch weiter. Wir noch weiter, genau. Ja, die Hunter, die tauchen. Die oh! Ich denke noch, was liegt da? Die Hunter respawnen übrigens nicht. Die muss man nur einmal killen. Mhm. Was ganz geil ist, weil die sind schon echt super nervig. Ja. Also. Zack. Das finde ich ganz cool, dass die harten Gegner sind. Oh, er geht's auch lang. Da sind wir, wären wir da theoretisch hergekommen, glaube ich, ne? Oder waren wir da? Genau, da können wir quasi so eine Art Abkürzung. Da waren wir gerade. Die kann man jetzt eigentlich auch ganz gut benutzen, beziehungsweise man kann jetzt einfach vom Dach runterspringen, weil jetzt ja der Jäger und der Gatling-Gun-Typ nicht mehr. Da sind. Und gesund? Okay, ja. Alles gut. Das ist nur normale Allergie. The Ever Ill Eddie. Okay, ich guck jetzt nochmal. Hier ist, glaube ich, noch irgendwas. Boah, hinter mir auch. Das ist immer nervig, wenn man so einen Hunter killt und dann stirbt man an so einem normalen Creep. So, was passiert uns doch nicht, oder? Ja. Keine Kugeln mehr. Außer mein plus 5 Buff. Okay. Soll ich mal da lang? Ich würde sagen, in die Werbung. Beam nicht nach, oder nee, können wir ja gar nicht. Haben wir doch, haben wir. Echt, wollen wir die verschwenden? Man hat so wenig von denen. Ja, du kannst sie aber kaufen. Ja, okay. Ja, aber wir können auch erstmal hier bleiben. Dann machen wir Werbung und dann machen wir hier gleich weiter.
Okay. Mit Edmund Denzel. Immer wieder lustig, wenn ich mich da mit meiner Winterjacke stehen sehe. Ja, ne? Schön von hinten. Also, wie gesagt, stell ich mal kurz endlich mal ein Foto. Keiner wusste warum. Ich hätte sie auch ausziehen können. Jetzt ein bisschen stimmiger ausgesehen. So, wir machen weiter. Hier waren wir eben stehen geblieben. Hier habe ich den Hunter gerade gekillt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können weiter da vorgehen oder wir können hier lang. Mal gucken, was hier ist. Ich dachte, ey, total super mega secret, aber ich glaube, so secret ist es gar nicht, ne? Nee. Springt mal kurz rüber und dann... Man kommt ja von der anderen Seite, wenn man da, wo wir den Crystal Lizard... Glaube ich auch, ne? Genau, da kommt man nur hin. Ah, okay, das war jetzt nicht klug. Eine Truhe. Bis jetzt habe ich auch noch keine Mimik gesehen im Spiel. Ich auch nicht. Trotzdem schlägt man immer rein, vorsorglich. Einmal kurz drauf. Boah. Da ist der Große, die Mama ist da noch. Siehst du? Lass mal die stehen, lass mal kurz den Größenvergleich machen. Sieht man, ne? Der rechte hinten ist der Riesentyp. Jetzt wird die aber auch sauer, glaube ich. Oh shit, oh shit, oh shit, das ist ja richtig voll der Raum hier. Okay. Kommt her. Die sehen mich nicht, ne? Die raffen gar nichts. Die anderen sind wieder hochgegangen. Ich glaube, unten ist frei. Wir haben ein paar neue Edelsteine gekriegt. Müssen wir gleich mal gucken, was sie so bringen. Es gibt echt krasse Edelsteine. So Level 14, 15 Edelsteine, die dann plus 20% Attack Power und so geben. Das macht schon was her. Und wer weiß, was es noch alles in den Chalice Dungeons gibt. Bei mir läuft es dann meistens darauf hinaus, zumindest im Midgame, hast du denn so ein, zwei, drei Edelsteine, die einfach die geilsten sind. Auch wenn du dann mit zwei Waffen kämpfst, das ist immer blöd. Die zweite Waffe, die halt nicht mit Edelsteinen aufhaut, das ist dann wieder schlechter, was die meiste Zeit die zweite Waffe ja eh ist. Sonst wäre es ja nicht die zweite Waffe. Ah. Rifle Spear. Alter Schwede, Bell! Boah, ey, ich hab mich gerade zu Tode erschreckt. Das war eine Kombination aus dem Gremlin hier und der Annabelle, ne? Ui. Boah. Boah, ich hab, glaube ich, gerade. Das sind so drei Angsttropfen Pipi. Hab ich verloren, so. Sag dir doch was, ja. Da wir im Offline-Modus sind, ist das eine Message, die wohl vom Spiel selbst ist. Ja. Jared Hunter. Geil. Neue Klamotten. Aber keinen neuen Hut. Gerne mal ausrüsten. Ja, bei Rüstung ist ja so eine Sache, die sind ja im Prinzip im Gesamtwert immer gleich. Nur die Gewichtungen sind halt verschoben. Mhm.
Und man muss die halt dann eigentlich immer so an den Gegner anpassen. Also die Chart-Hunter-Sachen sind zum Beispiel sehr gut gegen Feuer. Und dann gibt's manche gegen Blitz und so. Was Sinn macht, da der Chart-Ring in Demon's Souls auch der Ring war, der dich gegen Lava immun machte. Erinnerst du dich? Chart Gold Ring. Was heißt denn Chart? Ich glaube, angefackelt oder so. Ja? Ja. Oder verbrannt oder irgendwie so. Oder verrußt. Irgendwas so in die Richtung. Das ist nicht genau. Jetzt sind wir wieder hier, aber habe ich da jetzt nicht was verpasst? Da war doch eine Tür. Ich will nur noch einmal gucken. Okay. So, hier, die Tür. Ach, okay. Die Tür, die keine war. Na gut. Okay, wieder hoch. Das ist wirklich sehr, sehr konfus. Ich bin da auch schon so oft lang gerannt und weiß immer noch nicht. Manchmal stehe ich an der Kreuzung und denke, ey, was war denn hier nochmal rechts? Warst und du schon im Forbidden Woods? Ja, Forbidden Woods. Die sind krass. Oh Gott, ja. Da halte ich mich dann immer an den Rand. Und mache das wie so eine Ratte oder wie so eine Maus, indem ich immer am Rand, immer in die gleiche Richtung. Die sind so riesengroß. Okay, warte. Ich gehe von einer anderen Richtung. Wenn man nämlich hier hochgeht. Oder warte. Na doch. Ich bin mal gespannt. Jetzt hier geht es da rechts runter, oder was? Das ist der Typ, der dir sonst auf den Kopf springen will, aber es nicht schafft. Ach, warte, nee, geh mal durch noch. Nicht runter, bitte. Ja. Ich war hier noch nie drauf. Ist da was? Geil. Da kann man ja oben noch lang, aber da ist nichts. Doch, da hinten ist ein Item. Geil. Kann man noch nicht viel erkennen. Irgendwas scheint da zu hängen in der Mitte vom Raum. Ach Quatsch, jetzt hast du das Ding angezündet. Da hängt nämlich eigentlich ein Kadaver von so einem unidentifizierbaren Biest. Hat das jetzt was gebracht? Ja, wenn ich die besser gelockt hätte, die Gegner da unten. Ach, da hättest du die da rumlaufen. Einfach gegrillt. Ja. Okay, also aber dieser Kadaver, der hat keinen Sinn, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich dachte nämlich, der steht irgendwann auf. Das war knapp. Ein bisschen. Sowas hasse ich. Ja. Okay, hier kommen Erinnerungen aus der Kathedrale von Anor Londor zurück. Da sind auch richtig viele Gegner da unten. Das sind aber alles Easy-Typen, oder? Das ist nicht überall diese Javas. Es geht, finde ich. Also, vor allen Dingen die Masse. Das sind echt 10 Stück oder so. Da ist noch was. Und ups. Muss ich da runterjumpen? Keine Leiter, ne? Boah, sieht auch nicht tief aus. Versuche ich mal auf den Kopf.
Die verbrennen da im Feuer, die Deppen. Hast du das gesehen? Der eine ist ins Feuer gelaufen. Ja, wenn die Combo dich voll erwischt, bist du auf jeden Fall tot. Zeig mal, was da brennt. Kennt man immer noch nicht von unten, ne? Irgendeine Kreatur. Oh, warte, da steht noch einer. Sehr gut. Ah, jetzt erinnere ich mich. Genau, ich komme nämlich immer von der anderen Seite. Den normalen Weg. Du hast jetzt diese Abkürzung genommen durch den Sprung. Und irgendwann kommst du an eine Stelle, da bist du auf so einer Galerie, so einer Art Balkon, die auch in den Raum reinreicht. Und dann schreit einer. Und dann kommen sie alle angerannt von unten. Und das sind bestimmt 10, 12 Leute. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Stelle, weil meistens passiert das. Oh, so eine Art Dämon, ne? Sind das Flügel oder was da? Sieht fast aus wie ein Bossgegner, ne? Es sieht ja auch aus wie ein Bossraum eigentlich. Ja. Ich glaube, jeder, der in diesen Raum kam, dachte, okay, das Teil, das wird mich gleich fressen, wird gleich aufwachen. Ich habe auch die ganze Zeit nur auf die Sekunde gewartet, wo unten der Bossbalken auftaucht. Mhm. Aber passiert irgendwie. Ja, ist ja auch nicht mehr so wie bei Dark Souls oder so, dass man erst durch ein Foggate geht und dann kommt der Boss, sondern man weiß es manchmal vorher nicht. Bis plötzlich da, plötzlich erscheint der. Er ist der Schreihals eigentlich. Das ist normalerweise der Punkt, wo man denn hier oben auf diesem Balkon ist, dann kommen sie alle links durch diese Tür und da kann man sie super erledigen, weil die einzeln kommen und dann machst du einen nach dem anderen fertig. Bloodstone-Shard, wir brauchen Twinstones. Ja, ich kann ja auch gar nicht mehr sehen, die Dinger, was soll das? Das finde ich halt so lächerlich, dass im Endgame bei richtig harten Gegnern, wo du so 6-7 Schläge setzen musst. Ja, runter. Ja, hier war ich noch nicht. Wuss. Antidote. Das finde ich auch so ein bisschen in dem Spiel schade. Die Sachen, die man findet, sind zu 90% sind es halt so Verbrauchsgegenstände. Weil es halt wenig Waffen gibt und auch wenig Rüstungen und so. Mhm. Die Waffen kriegst du auch meistens über diese Badges. Und ja, das macht so ein bisschen das Erforschen. Das ganze Looten ist weg. Ja. Ist mehr Level, weniger Looten. Ritual Blood Rites. Ich dachte eigentlich, du willst sagen, dass häufig die Gegner die Sachen droppen, für die du sie auch brauchst. Zum Beispiel ein Giftgegner droppt dann immer wieder das auch, ein Antidote. Ja. Oder ein Gegner, der Frenzy macht, droppt Anti-Frenzy. Und nichts anderes. Die droppen dann wirklich nur den Scheiß, habe ich das Gefühl. Ja. Das ist ein bisschen eintönig. Du weißt tatsächlich, also wenn du einen Typen zum Beispiel umhaust, der eine Flinte hat, weißt du eigentlich zu 100%, dass der, ja, auch der die droppt auch immer die Bullets, genau. Deswegen hebe ich die auch schon gleich mal auf. Und das finde ich schade, wenn ein Spiel das macht, dass es Loot gibt, der uninteressant aber ist. Aber Bullets sind mega wichtig, Alter. Ja, weiß ich nicht. Also ich, in meinem Spiel, ich bin immer voll mit Bullets. Kann die gar nicht mehr aufheben, was mich ja super. Ja, das wird ja dann, wie gesagt, das wird ja dann gestored und dann wieder aufgefüllt. Ja, ja, aber das ist super nervig, wenn das gestored ist und der Store voll ist. Weil er dir jedes Mal, wenn du es aufhebst, die Meldung kommt. Dein Store ist voll, die du wegklicken musst. Zusätzlich zu okay, so viel hatte ich noch nie. Weil später, wenn du Zaubersprüche benutzen willst, fungiert das quasi als Mana. Und oder die Kanone, die ziemlich geil ist später, die verbraucht einfach mal pro Schuss 10 Kugeln. Das kannst du im Prinzip zweimal feuern. Mhm. Und geht dann recht schnell weg, wenn du bei Endgegnern das benutzt und dann den Endgegner nicht packst oder so. Oder auch wenn du ihn packst, sind halt 20 Schuss schnell weg. Ich bin dauernd am Farmen von Quicksilver Bullets. Echt? Ja, sehr nervig. Boah, kann ich dich zuschmeißen mit. Ich brauche die Vials jetzt mittlerweile. Ja, es ist sehr. Ich habe nämlich diesen einen Boss so häufig probiert, bis ich keine Vials mehr hatte.
Das war irgendwann nervig. Die werden auch gestort. Wie gesagt, wenn ich jetzt ein While aufnehme, wir haben jetzt 20, sieht man oben links an der blauen 20, ist übrigens die Abkürzung hier. Oh ja, da hast du den Typen gefeilet. Wenn ich jetzt ein Blood While aufnehme, dann geht das automatisch in meinen Stash. Und wenn ich dann, wenn ich jetzt 15 zum Beispiel noch hätte und in Hunter Stream gehe, dann wird aus dem Stash wieder aufgefüllt. Falls ihr euch gefragt habt, warum ihr wieder volle Bullets oder volle Vials habt. Ich glaube, das rafft man aber relativ schnell. Echt? Ich hab's total spät erst gerafft. Ich habe mich immer gefragt, ich dachte, das ist so ein Symbol. Ja, dieses Symbol habe ich nicht so gerafft. Aber das, ja, okay. Das ist übrigens mit allen Items, auch mit Molotow-Cocktails oder alles, was du findest, wird gestort. Finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Die hauen schon krasser rein jetzt als die anderen. Und gerade wenn du PvP spielst oder gegen andere Hunter oder so, wird die Shotgun richtig wichtig, weil du mit der Shotgun kannst du interrupten, dass einer sich heilt. Und im PvP, weil das Heilen so schnell geht, jagst du ihn die ganze Zeit und ballerst die ganze Zeit, damit er nicht heilen kann. So ähnlich wie ich es eben versucht habe auch. Oh, da ist ein Crystal Lizard. So lange Scheiße. Und da. Will endlich einen Boss sehen. Der Wolf. Was sind wir denn hier? Lässt den Werwolf einfach stehen? Hier ist eine Tür, ich muss mal kurz abchecken. Zu. Oh, weiß ich jetzt gar nicht, wo die aufgeht. Was sind wir hier? Zwei Werwölfe. Ah, die Werwölfe. Die hat man ja schon in den Trailern am Anfang gesehen. Da haben die sich auch schon so speziell bewegt. Ich finde, die sind so ein bisschen so Drunken Werewolves. Weil die so Drunken Master. Normalerweise versuchst du im Kung Fu ja immer den Schlag nicht anzudeuten, dass du nie weißt, wo der herkommt. Die machen genau das Gegenteil. Die holen aus und wie so Drunken Style. Ich finde die aber teilweise immer noch schwer. Also, es ist schon. Weil, also da kommen später noch Varianten von, die sind so schnell. Hat er was in der Hand? Oh. Was macht der denn da? Ein Drunken Hanger. Habe ich bislang auch noch nicht gerafft. Da kannst du irgendwie diesen Hunter-Modus, diesen Beast-Modus aktivieren, aber den habe ich noch nicht gerafft. Alter! Ja. Ah, das ist so eine schöne Szene. Ja, verjagt. Das ist aber schön, das macht ja auch ein gutes Spiel aus. Das ist ja jetzt im Grunde so ein wie heißt es nochmal? Jumpscare, ne? Gewesen. Wenn ein Spiel das nur ein-, zweimal macht. Und das tut. Wow, Blood Bowl nur. Ja, das ist nicht overusen, so wie bei Resident Evil. Ja, wobei Resident Evil hat das fast erfunden, weil ich glaube, wenn jeder sagt, die memorable Stelle aus Resident Evil 1 oder 2 ist die, wo die Hunde aus der Scheibe springen. Ja, die ist so geil. Ich habe sogar, es gibt später hier eine Stelle, die sieht genauso aus wie bei Resident Evil 1 die Stelle, und ich dachte, wie geil wäre das, wenn da jetzt irgendwie Hunde rausspringen, weil es so eine Hommage wäre. Ja. Weil die Szene hat man für immer in sein Gamerhirn abgespeichert. Weil man sich da zum ersten Mal in die Hosen gepinkelt hat. Ja, eher zum letzten Mal dann. Oder so.
Weil das Spiel hat man ja, wenn man drauf geachtet hat, auf die Altersfreigabe erst mit 18 gespielt, oder? Resident Evil. Ja, da habe ich noch regelmäßig Pipi gemacht. Hat es länger gedauert bei dir? Bisschen. Ja, kann bei den Besten passieren. Aber vielleicht hätte ich auch mit 16 keine Windeln mehr tragen sollen. Ich glaube, ich wurde da ein bisschen verzogen. Ja. War es nicht so, dass deine Eltern nicht wollten, dass du zu cool wirst und an verschiedenen das Stellen es ein bisschen lame gemacht haben? Damit es nicht zu krass wird, ja. Mit Windeln. Genau. Was ist hier? Boah, drüben ist gerade schon wieder Pause in der Waldorfschule und es hört sich an, als würde da irgendein Kind gelyncht werden. Es ist so geil. Ah, oh, nee, jetzt aber, oder? Und boops. Erinnerst du? Oder Mann. Komm jetzt. Nein. Alter, hol ihn. Schlag doch. Lock ihn ein. Jetzt. Hab ihn. Oh, nur Bloodstone Shards, ey. Brauchen wir überhaupt nicht. Ja, auch nervig, ne? Selbst die Typen. Ah, schade. So, ich hab wieder keine Ahnung, wo du bist. Ach so, doch, diese Sackgasse da unten. Jetzt sind wir an der Stelle, da wären wir, wenn du ganz am Anfang vom Level genau links runter gedroppt wärst. Ey, wir haben 20.000 Seelen, ne? Ich glaube, ich bringe die mal nach Hause. Hannah's Torch. Hannah's Torch, das ist eine andere als die wir haben. Die ist ein bisschen besser, weil die mehr Schaden macht. Hm. Aber macht das gleiche Licht. Die macht ein bisschen mehr Feuerschaden. Was heißt ein bisschen? Sogar doppelt so viel oder so. Und man kann die sogar auch upgraden. Das kannst du die normale bestimmt auch, oder? Ja. Ja. Aber ich glaube, das benutzen bestimmt wenige Leute. Die Torch als Waffe. Ja, ich habe am Anfang gedacht, man kann damit Gegner in Brand stecken. Dass die noch weiter brennen, ja, aber es ist nur so ein kurzes Ding. Das wäre halt ganz cool. Das wäre geil, vor allem. Oh, ich meine, wie häufig, weißt du noch, Far Cry 2 mit dem Feuer, wo sie gesagt haben, ey, wenn du Feuer legst, das wird so realistisch, hier die ganze Steppe wegbrennen, haben sie immer so gezeigt. Und ich finde, sowas sollte man mittlerweile echt mal hinkriegen, dass wenn du einen mit einer Fackel ansteckst und es ist so ein Mumientyp, oder der hier, wenn der jetzt nicht voll mit Blut wäre, unser Charakter, der würde auch sofort brennen. Mit diesen alten, halb verrotteten Stofffetzen. Oder ich mach so und die Tür brennt. Ja, sowas wäre geil. Vielmehr mit Feuer. Du bist ja eh so ein kleiner Pyromane, erzähl mal. Ja, das muss halt alles brennen, das ist alles. Was soll ich dazu sagen? alles muss brennen. Ey. Alles muss brennen. Andere Kinder haben Matchbox-Autos gekriegt, du hast eine Packung Streichhölzer gekriegt. Nein, ich habe auch Matchbox-Autos gekriegt. Aber du hast sie angezündet. Logen, Alter. Ja, man muss ja auch gucken, was kann alles brennen. Kennst du den Sound, wenn du brennendes Plastik hast und hältst es so einen Meter plus über dem Boden, wenn das brennende Plastik tropft? Hast du das mal gehört? Nicht wirklich. Habe ich jetzt nicht abgespeichert als Geräusch. Okay, dann hast du es noch nie gehört, weil das einer der geilsten Sounds ist. Was machen wir denn? Müsst ihr mal zu Hause ausprobieren. Geht mal ins Wohnzimmer, zündet eine Plastiktüte an und lasst sie auf den Fußboden tropfen. Das hört sich super geil an. Das pfeift nämlich. Jeder Tropfen mal so. Wie so ein Bombenangriff. Ey, ihr könnt 5 Level. Ich mache mal 2 auf jeden Fall in Endurance. 2 in Vitality. 1 Strength. 2, 2, 1. So? Ja. Das finde ich ein bisschen schade. Also ich mache mir bei anderen Spielen mache ich mir mehr Gedanken. Hier ist es so ein bisschen, ey, ich brauche eh alles. Machen wir einfach mal. Ja. Die unteren 3 habe ich eh noch keine Waffe gefunden bis kurz vor Ende des Spiels. Und von daher sind das nur 3 Sachen, über die man sich Gedanken machen muss. So, wir gucken mal, was wir gekriegt haben. Da ist nichts Tolles dabei. Das ist auch sehr unübersichtlich, wenn du nach rechts und links und rechts schaltest. Ich gucke einfach nur immer, wo blau ist und dann klicke ich das an. Aber wie gesagt, später gibt es richtig geile. Ich habe meine Waffen übrigens immer noch nie repariert. Musst du machen, die machen weniger Schaden dann. Machen weniger Schaden? Ja, habe ich gelesen. Weniger Schaden, okay. Aber ich glaube, dann reparieren sie sich aber zumindest von selber, wenn du sie upgradest. Weil es kann nicht sein, dass sie sich gar nicht selbst reparieren. Weil ich habe sie, wie gesagt, noch nie repariert. Das weiß ich nicht.
So. Jetzt kommt nämlich gleich ein Bossi. Hast du das Ding gekauft? Mhm. Geil. Nee, was? Was habe ich gekauft? Das waren 10.000 Euro. Ich habe 5 Level gemacht. Sehr gut. Dann können wir mal gucken, es müsste eine neue Waffe geben von dem Hunter. Kackhammer, Rifle Spare. Da. Irgendeine von den Knarren. Ich glaube, die Repeating Pistol, ne? Die ist neu. Ah. Ich glaube auch. Wenn überhaupt. So, jetzt brauche ich aber erstmal. Was mache ich denn jetzt? Ich brauche Kugeln. Für den Boss. Brauchst du keine Kugeln? Klar, Mann. Nein. Was du brauchst, ist 10.000, um zum Boss zu kommen. Mm-mm. Oder willst du einen anderen machen? Bloodstarved Beast. Ist jetzt direkt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches das ist. Mach doch einfach das Ding. Ja, ich brauch Kugeln. Hey, ich hab die auch alle ohne Kugeln gemacht. Ich und meine Fackel. Holy Hasenam. Der Dennis verleitet mich, aber gut, du willst ja auch mal wieder zocken. Ja, ey, sorry, du kannst ja nicht die ganze Zeit rumrennen, jeden zweiten Hunter mit 20 Kugeln bearbeiten, um dann nochmal farm zu gehen, wenn der Boss kommt. Dann musst du dich während dem Level ein bisschen zurückhalten. Ja. Das wird jetzt schwierig. Aber du bist ja eh Bossmaster. Ja, bis dato in Bloodborne bist du Bossmaster. Ja, gut, weil du es bis dahin auch noch nicht gezockt hattest, aber generell in den Souls-Spielen warst du der Bossmaster. Du entwickelst auch immer einen anderen Ehrgeiz bei den Bossen. Also ich mache halt auch gern mal Koop. Gestern hatte ich aber eine ziemlich lame Koop. Das war eigentlich Koop zum Abgewöhnen. Ich habe so 3-4 Mal einen versucht. Nicht geschafft, hole ich mir Koop rein und der Typ war irgendwie wohl specialized für diesen Boss. Hat auch schon die ganze Zeit aufs Gate gezeigt. Ich gehe rein, der rennt dahin und hat den innerhalb von 20 Sekunden komplett allein. Ich war noch nicht mal am Gegner dran, da war der schon tot, der Boss. Ja. Ich weiß nicht, ob der irgendwie, es gab ja auch so einen Cheat-Dupe-Trick irgendwie, oder ob der die krassen Gems hatte, oder ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Aber der Energiebalken von dem Boss ist so schnell runtergetickt, dass der Boss selber keine Zeit hatte, seine verschiedenen Formen anzunehmen. Ja. Und das fand ich ein bisschen lame, weil er war überhaupt kein spannender Bosskampf. Wie gesagt, ich bin auch nicht mal richtig hingekommen zum Boss, da war er schon weg. Ja, das finde ich auch ätzend. Das finde ich auch so komisch, dass das nimmt natürlich auch so ein bisschen die Mystik aus dem Spiel. Wenn du denkst, okay, welche Waffe hat der? Weißt du, ein bisschen besser? Ja, aber dann kommt einer und dann macht er immer 10-mal so viel Schaden wie du und denkst du, ja, okay, scheiß drauf, alles, was ich hier mache. Das ist alles totaler Quatsch, was ich mir ausgedacht habe. Da gibt es wohl irgendwas. Und häufig entwickelt sich das denn ja leider so, dass alle das dann haben, ne? Dass du dann im PvP, PvE oder was auch immer, dann immer das Gleiche siehst. Was war es in Dark Souls 2? Da war es doch denn. Ich weiß, ganz am Anfang war es in Dark Souls 1 die Miracles. Da bist du in PvP und jeder hat zum Beispiel diesen Verlangsamungsding gemacht. Das war den ersten Monat. Kamst du in PvP, wurdest verlangsamt und getötet. Dann irgendwie später, keine Ahnung, was hat man dann benutzt? Ich glaube, Pyromancy sind dann irgendwann im Kurs gestiegen. Alle haben nur noch Firestorms gemacht. Und irgendwann sind Leute dann nur noch dazu übergegangen, schnelle Waffen im PvP zu benutzen und sowas. Und dann hat sich das darauf eingependelt. Das finde ich ganz cool, dieses Rüstungsprinzip geht da dann ein bisschen, wirkt dem entgegen, dass alles gleich ist und im Grunde nur optisch. Man sich so ein bisschen spezialisieren kann für die Situation, aber dass es keine Überrüstung gibt, die jeder nehmen muss, weil sie einfach die beste ist. So. Das, ja. Das stimmt. Das passiert dann nämlich sonst. Oh, Quicksilver Bullets 10, yay. Da kommt mal so ein Java. Wow, wow, wow. Das ist auch so ein Typ, der würde super brennen. Ja. So, Blood Vials. Hier ist ein Crystal Lizard. Kriegst du. Die sind auch einfach zu kriegen im Spiel eigentlich, ne? Vergleichsweise. Ja. Die sind auch nicht ganz so fies platziert, wo du dann in den Abgrund stürzt oder anderweitig. Ah, hier hocken so ein paar Typen im Busch, ne?
Aber oh, Bell, ey! Ja, aber lass mich noch einmal den Bossfight machen, bitte. Okay. Ich bin jetzt extra... Dann ist der Dennis auch motiviert, dass er das Pad kriegt für die nächste Folge. Alter, wie, du machst den Boss jetzt first try. Never. Der ist echt hart, finde ich. Ich muss ja sagen, die ersten beiden Bosse waren schwierig, die nächsten drei habe ich alle first try gemacht. Echt? Den hast du first try hier gemacht? Welcher ist das hier? Bloodstarved Beast. Den habe ich, oder? Doch, den habe ich first try gemacht, ja. Oh shit. Mal treffen, ne? So, findest du den Visceral Attacks? Er ist auf jeden Fall angeschossen. Das können wir festhalten. Mann, wieso? Shit. Schade, das wäre schön. Das staggert sogar gerne auch mal so ein Boss, glaube ich. Diese Drehattacke. Dann auch immer Poison, ne? Ja, aber das ist Slow Poisoning. Das ist super slow. Alter. Oh, what? Ich muss aber schnell was trinken, Junge. Das ist ein Fucker, der Typ. Ich hasse den. Aus die Maus. Ja, das war das Ende der Runde. Nächstes Mal starten wir mit dem Bloodstarved Beast. Der erste, es steht Bloodborne Bosse gegen Eddie 2-1. Du führst immer noch. Nee, die anderen haben dich auch schon mal erledigt. Oder hast du die? Nee, die hast du First Try gemacht, die anderen Male, ne? Fast hätte Eddie einen Hattrick gemacht. Drei Bosse hintereinander am First Try, wenn ich mich recht erinnere. Das ist nicht schlecht. Oh. Alter, komm. Dachtest du, du machst ihn jetzt First Try? Ja, das war das Ziel, Alter. Ja? Okay. Nee, jetzt darf ich es das nächste Mal probieren mit halb so viel Vials wie Eddie. Und schauen wir mal, ob das reicht. Oder? Das stimmt überhaupt nicht. Die Vials werden wieder aufgefüllt. Mann. Wir haben doch noch nie welche im Stash gehabt. Wir doch, sind doch wir haben die ganze immer Zeit bei null gesammelt. Rum. Nein, echt? Mann. Ja. Wirst sehen, du hast 20. Ah, okay. Denn Chancen sind da. Antidotes hingegen. Haben wir noch 5, sehe ich. Oh ja, wir haben tatsächlich 20 Vials. Okay, so viel dazu. Wir sehen uns beim nächsten Mal, oder? Jo, bis dann.